Wir sind hier zu Hause mit dem Rosario Galliker, einem Veranstalter vom Volksschlager Open Air auf dem Heiteren. Schauen wir kurz zurück, wie es eigentlich dazu kam, dass Volksschlager Open Air auf dem Heiteren gekommen ist. Ja, ich habe außerhalb der Schweiz gesehen, so in, vor allem natürlich in Österreich, also so Open Air in der Volksmusikszene boomt. Und haben nachher einen Ort in der Schweiz gesucht und sind da bei dem Heiteren Open Air AG, dazu mal noch beim Franz Hasler, auf offene Ohren gestossen und haben das darum das erste Mal auf dem Heiteren Platz machen. Jetzt zu dieser Zeit war Schlagermusik, Volksschlagermusik noch nicht so beliebt gewesen, wie das heutzutage ist. Siehst du dich auch ein bisschen, positiv gesagt, verantwortlich dafür? Ja, ich glaube, das ist, wir haben da sicher etwas Gutes geschaffen, aber gerade für den Boom verantwortlich zu sein, das würde ich mir nie anmassen. Ich glaube, es ist die ganze Szene mit halt auch jüngeren Künstlern, mit so Veranstaltungen wie unserer, aber natürlich auch anderen, die da dafür gesorgt haben, dass die Musik wieder boomt. Eben hier im 2000 hat es sozusagen keine Veranstaltungen gegeben in diesem Bereich, nicht einmal im Hallenstadion. Und ja, jetzt gibt es halt wieder deren viele. Wo siehst du da den Grund dazu, dass die Musik plötzlich so beliebt ist? Ja, ich glaube, die Leute allgemein so ein bisschen das Bodenständige denken auch den Boom im Schwingsport und so weiter. Wer hat das da gedacht und so. Ich glaube, das ist alles das ja, schweizerische, bodenständige, gemütliche, wo halt wieder in ist, wenn man so darf sagen. Jetzt 17 Jahre Veranstaltung. Was hat sich verändert in diesen 17 Jahren für dich als Veranstalter? Ja, ich glaube, eben hier war man in dieser Szene allein gewesen. Heute hat es ja, halt extrem viele Schlagerveranstaltungen. Der Kampf um Künstler ist durch das sicher härter geworden, aber sonst hat sich da nicht wahnsinnig viel verändert. Du hast immer die grossen Namen von der Schlagerszene auf dem Heiteren. Wie kommen die Kontakte zusammen? Ja, ich denke, wir haben uns da wirklich etwas dürfen schaffen in dieser Szene, die einzigartig ist, weil wir halt wirklich von dieser super Infrastruktur vom Heiteren Open Air dürfen profitieren. Ich glaube, alle die Künstler, die hier auftreten, die haben noch nie von einer so einer Kulisse, solchen Backstage-Bereich, an so einem Ort dürfen auftreten. Und da spricht sich natürlich um. Und durch das und zusätzlich der Donnerstag ist bei den Künstlern sicher auch kein Nachteil, weil da auch nicht 100 andere Veranstaltungen stattfinden, haben wir da sicher die Chance, alle Grossen auch dürfen auf dem Heiteren zu begrüßen. Du gibst immer am Open Air schon ein paar nächste Acts bekannt vom nächsten Jahr. Wie muss man sich das vorstellen? Wann fährst du an, ein Open Air zu planen? Ja, ich denke, das Volksschlager Open Air ist, man kann es so sagen, ein 52-Wochen-Job. Da hast du immer, sage ich jetzt vielleicht nicht gerade alle Tage, aber sicher alle Wochen damit zu tun. Es gibt eine intensivere Phase, wenn du dich mit dem Programm befasst. Es gibt eine etwas ruhigere Phase. Aber grundsätzlich hast du das ganze Jahr, ist das irgendwie im Hinterkopf und auf dem Pult und am Computer präsent. Am Anfang ist Schlager Open Air noch ziemlich in der Kritik gestanden, eben wegen der Musik. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die einzige Kritik, die ich jetzt eigentlich noch höre, ist, sind immer ein bisschen die gleichen Acts dabei. Wie erklärst du dir das? Wie tust du da reagieren drauf? Gut, das ist natürlich, die Szene an Künstlern ist nicht riesig. Sie besteht grundsätzlich aus 4 Ländern, wenn man Südtirol auch noch dazu richtet. Es ist nicht ein weltweiter Markt wie vielleicht Rockpop oder im Hip-Hop-Bereich. Da gibt es ein paar Mega-Headliner und da gibt es irgendwo, ich sage Champions League. Und ist halt das Becken von Künstlern nicht wahnsinnig gross. Und durch das gibt es immer wieder Wiederholungen natürlich. Ich bin sicher auch immer auf der Suche. Wir haben auch dieses Jahr wieder neue Künstler. In der Hoffnung, dass das auch irgendwann Superstars werden. Aber das weiss man natürlich nicht immer, ob das klappt. Aber wir wollen sicher auch immer wieder neue Künstler. Aber 10 neue Künstler werden uns den Heiteren Platz auch nicht füllen. Wer fehlt noch im Programm, wo du wirklich gerne mal auf dem Heiteren oben hättest? Ja gut, aber ich denke, das wär sicher der Andreas Gabalier gewesen, wenn ich so darf sagen. Inzwischen ist er als Einzelkünstler oder als Einzelinterpret auf dem Heiteren gewesen. Aber vielleicht gibt es wieder diesen Künstler. Ich glaube, sonst haben wir wirklich mehr oder weniger alle Topstars schon gehabt. Und ich nehme es für Jahr für Jahr. Du sprichst gerade Andreas Gabalier. Er ist ja auch einer, der Musikstil verschmelzt. Das sieht man, hört man immer wieder mehr. Die Rockstars gehen ein bisschen ins Traditionelle zurück. Die Schlagerstars nehmen die elektrische Gitarre ein bisschen führen. Ist das eine gute Verschmelzung? Also
gefällt dir das? Oder sagst du, ich will nicht traditionell auf der einen Linie fahren? Nein, ich glaube, die Künstler machen ja das, was dem Publikum gefällt, was ihren Fans gefällt. Und ich glaube, es soll nicht immer jeder irgendwo in eine Schublade gedrückt werden. Er soll das machen, was ihm Spass macht. Das kommt auf der Bühne noch am besten über, wenn er sich ist und nicht einfach das Gefühl, er muss das machen. Und dann nachher kann man auch mehr Experimente machen. Denken auch dazu mal mit den Seemannen von Santiano. Das sind ja auch nicht unbedingt die Schlagerstarre gewesen. Ich glaube, so ein Experiment mag es vertragen. Gibt es eine bestimmte Linie, wo du sagst, da hört die Grenzen auf, das ist mir jetzt zu rockig, ein Traufer zum Beispiel? Auch er, glaube ich, ist eben sicher auch wäre ein Thema am Volksschlager, aber er tritt ja oder ist schon und auch am Heiteren als solches auftreten. Und ich glaube, es macht nicht Sinn, einen Künstler irgendeinem Donnerstag auf dem Heiteren zu haben, am Sonntag auf dem Heiteren zu haben. Wegen dem, das ist jetzt gerade wie auch ein Künstler, den Christoph Biel und ich absprechen, an welchem Tag quasi also auf dem Heiteren soll sein. Die Bekanntheit von dieser Musik hat natürlich auch zur Folge, dass nicht nur die Hardcore-Fans jetzt an die Schlageropern kommen, sondern auch die einfach gehen, sagen, wir gehen mal, gehen ein bisschen Gaudi haben, trinken vielleicht ein bisschen 2, 3, 4 Bierli. Ist das ein Fluch oder Segen? Hey, ich glaube, eben, wenn wir gerade auch vorhin über Künstler geredet haben, ich glaube, das Gesamterlebnis Volksschlager-Opener, heiterer Platz, ist auch maßgebend, wenn jetzt halt vielleicht der Mega-Superstar fehlt, dass sie gleich mit uns eben wirklich das einmalige Ambiente, der Event, alles das ist. Und ja, da gehört halt auch ein Bierchen oder ein Glas Wein dazu. Und eben, die Leute wollen einfach einen Abend in einer guten Atmosphäre mit Freunden, Bekannten und so weiter. Und das ist auch da die Rückmeldung, die wir viel haben, dass man sich einfach an dem Donnerstagabend auf dem Heiteren an dem Tisch oder an dem Stand trifft und dann wieder ein Jahr nicht mehr und daraus gute Bekanntschaften auch entstanden sind. Du hast in den letzten paar Jahren immer Hausverkauf gehabt, das ist fantastisch. Stellt sich natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Ist eine Vergrößerung vom Gelände geplant oder sogar ein Wegzug in eine grössere Location? Nein, das ist für mich absolut kein Thema, wo ich auch nach jeder Veranstaltung wieder sage, wenn wir sagen jetzt die nächsten 10 Jahre wieder oder immer wieder es herbringen, das heitere Gelände ausverkauft zu machen mit der Kapazität vom Donnerstag, dann ist das für mich gut. Dann haben wir auch die Qualität, die unsere Kunden wollen, unsere Gäste wollen. Also das eben Gesamterlebnis, das ich vorhin gesagt habe, stimmt und so weiter. Und sobald man da mehr Leute würde aufs Gelände lassen und so weiter, ja, werden halt die Schlangen, sage ich, vor der WC oder vor den Foodständen oder vor den Getränkeständen grösser. Und ich glaube, das ist genau das, was halt auch dazugehört, dass die Leute alle Jahre wieder kommen. Und darum ist weder ein Wegzug noch eine Vergrösserung für mich ein Thema. Es dauert noch rund 2 Monate bis zum diesjährigen Volksschlag-Opener. Wie sind ihr denn? Es ist alles auf Kurs, Vorverkauf ist auch ist gut, also wer noch kein Billett hat, rate ich wirklich an dieser Stelle raten, eins zu kaufen. Es hat noch, aber es hat auch nicht mehr so Tausende, also von dort her, ja, könnt das nutzen und alle anderen Vorbereitungen sind wirklich auf Kurs, Werbung läuft, mit den Künstlern bin ich in Kontakt, also von dort her alles im grünen Bereich. Was ist die grösste Angst, die du als Veranstalter hast? Oh, Wetter. Das ist für mich eben insbesondere auch seit dem Tonfest Bio und auch eine andere Veranstaltung, wo ich bei schlechtem Wetter dabei war, wirklich die grösste Angst. Das hast du einfach nicht im Griff, sage ich jetzt einmal, die Naturgewalten. Und das ist wirklich definitiv meine grösste Angst. Dann hoffen wir doch, dass es nicht so weit kommt. Danke für das Interview und viel Spass.